Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Nee, wir lassen das mal, dieses herzlich willkommen. Keine Ahnung, wir lassen das Intro mal offen, Freunde. Ich würde mal sagen, wir telefonieren jetzt mal ein bisschen durch die Gegend. Ein paar Pranks wollen wir machen. Es würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wenn euch das gefällt, meine lieben Freunde, machen wir das auf jeden Fall öfter. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo, guten Tag. Kann man bei Ihnen bestellen? Ja? Was möchte? Zum kann sie auch bringen oder da ist er? Muss erst abholen. Haben Sie chinesische Nudeln? Ja. Chinesische Nudeln hätte ich gerne mit haben Sie auch mit Garnele? Ja, alles. Auch oder so. Sie kommen mal vorbei, ja? Und dann so Sie ein bisschen und dann Sie sprechen auch Chinesisch? Ja, ist sehr gut. Sie auch? Xing ga, kan xing ga? Ja, Liu Lei, ja. Ha? Ja, Liu Lei. Xing ga, ga. Ja, okay. Mit ja, wenn Sie bestellen, dann kommt schon vorbei. Okay. Tinka! Die Kleine hat so geschrien. Ja, das erste hat er nicht verstanden, er hat dir geantwortet. Ich habe es geantwortet. Er hat wirklich geantwortet. Bibi, er hat geantwortet. Wo ist dein Bauch? Probier mal den nächsten. Wo ist dein Kopf? Wo ist dein Kopf? Du musst jetzt mein Fitnessstudio und spielt einer Farid Bay. Wo rufst du jetzt an? Hallo, Madame, das ist der Waitwalk. Hey, hallo, mein Name ist Farid Gangbang. Ich habe eine Frage. Kann man bei Ihnen chinesische Nudeln bestellen? Heute kann ich. Normalerweise ja. Nur heute nicht, weil heute kann ich nicht schaffen. Ich brauche was für den Eiweißgehalt in meinem Körper. Haben Sie chinesische Nudeln? Haben wir chinesische Nudeln, aber heute kann ich da auch machen. Was können Sie denn machen? Spätzle? Ja, weil jetzt ist das Ganze voll. Die Küche schaffe nicht. Schaffe nicht? Ja. Aber ich bin Farid Gangbang. Ich bin großer Gangster-Ripper im Deutschrap. Kennen Sie... Kann ich nicht verstehen, Entschuldigung. Zwei Portionen Reis. Zwei Eier Reis. Habe Sie nicht verstanden? Ich kann nicht verstanden. Kann man vorbeibringen oder soll ich kommen? Weiter, Farid. Aber, ja, ne. Oh. Really, nigga? Geht gar nichts, oder? Nur einmal Nudeln bestellen, dauert eine lange Zeit. So, jetzt wir kann ich das aus dem Haus machen. Ja, aber das ist kein Problem, ich habe Zeit. Und Salat, Schotte, ja, dann, Sie können einfach kommen. Da kann man kommen, ja? Ja. Ja gut, dann bis gleich. Machen Sie schon mal alles bereit. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Oh, es war schwierig in der Rolle zu... Sie tat mir ein bisschen leid, Schatz. Ja, du darfst. Die kam mit der Arbeit nicht hinterher. Das tat mir ein bisschen leid. Nein, darüber macht man sich nicht lustig. Also darüber macht man sich nicht lustig. Freunde. Scheiße, ich habe schon noch chinesisches Essen. Ah. Wir gönnen uns noch ein und dann ist auch mal gut hier. Ja. Dann machen wir Nudeln. Ja. Jetzt muss man Fitnessstudium. Fitness, Farid Fitness Bang. Okay. Aber ja. Farid Bang ist schwierig, ich kann das noch nicht so. Egal. Tu einfach so. Die wissen eh nicht, wer das ist. Anscheinend ist er nicht so bekannt.
Jetzt ein. Vielleicht findest du dich, mit Felix, hallo? Ja, schönen guten Tag, hier spricht Farid Abdallaoui. Spreche ich da mit Flex and Fit? Genau, Flex Fitness. Und zwar habe ich eine Frage, kann man bei Ihnen auch Fitness abends trainieren, ohne dass irgendwelche Leute da am Trainieren sind? Schwierig, also hier laufen immer Leute ein und aus, aber abends wird es natürlich ein bisschen ruhiger. Das Geld spielt keine Rolle, ich bin großer Gangster-Rapper. Wahrscheinlich haben Sie von meinem Namen schon gehört, Farid Gangbang. Was denn schon mal hier? Ich bin schon öfter bei Ihnen im Fitnessstudio in Köln. Ja. Und ich würde ganz gerne einen Videoclip drehen. Alles klar, kannst du mal über das Kontaktformular ja. bei Flex auf der Homepage da einfach mal nachfragen. Auf der Homepage? Auf der Homepage. Habt ihr da auch ein paar hübsche Mädchens im Fitnessstudio da? Kannst du ja dann selber mal gucken. Ja, okay. Ich danke dir, mein Freund. Ja, kein Problem. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ey, ich fand das ja ziemlich aber gut, ne? Warum weiß er nicht, wer Farid Bang ist? Der wusste, wer Farid Bang ist. boah, ich muss diese Stimme ein bisschen trainieren. Aber überleg mal, du arbeitest irgendwo und Farid Bang ruft dich an. Nee, ich würde durchdrehen. Kontaktformular. Das war lustig, oder? Ja, der war lustig, der Typ, der hat nichts verstanden. Ja, Freunde, ich hoffe, euch haben diese kleinen Telefonanrufe gefallen. Wir haben das jetzt mal ein bisschen so gemixt. Wenn ihr Bock habt, können wir gerne noch so ein Telefonprank oder Verarsche, je nachdem, wie ihr wollt, machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Channel abonniert und nix macht. Bis denn. Tschüss. Und